Moin Jungs! Hallo! Oh, du hast Zigarette in der Hand! Ja, ist doch scheißegal. Dann, alles gut, nein! Oh. Ich wollte ganz... Wow, okay, reicht. Alter, die klingt echt geil. Für das Schild da vorne, geht das an? Oder? Okay, okay, reicht! Digga, spinnst du? Hallo, liebe YouTube-Zuschauer, ich bin wieder Sozius, heute hoffentlich das letzte Mal. Ist viel passiert in eurer Abwesenheit. Ich sitze gerade auf Eumels neuer MT09. Das ist sehr cool. Und wir fahren jetzt zum Tuning-Treffen und da treffen wir noch ein paar Jungs aus der Gruppe. Und da rede ich auch nochmal mit euch, du Wichser. Dann fahren wir zu Steve und planen unseren Italien-Trip. Das habt ihr auch gar nicht mitbekommen, Digga. Ich vlog viel zu wenig. Ach, hier ist ja was, scheiße. 1A. Oh, hier ist ja sogar mal was los, Digga. Boah, hier ist wirklich was los. Hallo! Hallo! Achtung, ich steig rechts ab. Steigst du rechts ab? Weiß ich nicht. Wir kennen uns noch nicht, ich bin Peer. Die Sauer! Hallo! Moin, was geht? Hallo! Hallo! Ich bin Peer. Wir kennen uns noch nicht, wa? Ja. Hallo, ich bin Peer, Leute. Hi. Kannst du meine Hand loslassen? Ja, ist ja ekelhaft. Ah, ey, du hast kurze Haare, was läuft? Alles gut? Ja, bei dir? Ja, klar, klar, alles gut, ja. Bei dir auch, aber... Bei mir auch. Bei dir aber auch. Okay, gut. Gut, willst du meinen Arsch anfassen? Oh. Bei mir auch? Ich habe eine Leggings an, so eine ganz dünne und dann drunter. Ja, Mann. Also unter... Ja, genau, ja, ja. Hier nämlich. Willst du dich boxen? Die 125er Fahrstunde, meinst du? Digga, bodenlos. Bodenlos. Macht doch richtig Spaß, wenn du dich darauf einstellst, 700 Kubik zu fahren und dann die ganze Zeit 125er Grundfahraufgaben machst. Jungs, ich bin gleich wieder da, ja? Boah, Digga, eine BMW Doppel-R. Okay. Ich wollte noch quatschen, kurz mit euch. Vielleicht kennt ihr noch Laurin aus damaligen ganz entfernten Videos. Ich verlinke hier mal oben in der Infokarte ein bisschen was. Damals gab es Stress mit Laurin, das habe ich on-cam nicht erzählt, weil ja dann mein Motorrad auch kaputt war und alles scheiße war mit Unfall. Auf jeden Fall gab es damals Stress mit Laurin. Ich habe das nie richtig verstanden. Und ich bin froh, wir haben das mit Laurin geklärt, unter den Jungs. Und Laurin war jetzt die ganze Zeit nicht zu sehen auf YouTube, war jetzt die ganze Zeit nicht dabei. Und jetzt ist Laurin wieder dabei und fährt mit und erlebt mit. Und alles ist zwischen den Jungs geklärt. Das ist sehr geil, dann habt ihr was nicht mitbekommen. Wir haben Alex kennengelernt, den kennt ihr auch noch nicht. Die lernt ihr aber jetzt bald alle kennen, weil ich krieg bald auch ein sehr cooles Gefährt. Alex ist ein Kollege von John, der ist super korrekt. Und der fährt jetzt auch immer mit, der ist jetzt auch immer dabei. Wir müssen jetzt nur gucken, was ist, weil ich krieg bald einen Roller zum Fahren, okay? Das wird super wild, weil... Ich habe letztens meine erste H2-Stunde gehabt, darf die leider nicht aufnehmen, also nicht filmen. Und die fand Stand auf einer 125er, Digga, weil der Fahrlehrer sehen wollte, was ich kann. Ja, beste Leben, Digga. Auf jeden Fall bin ich an 125er in der Fahrstunde gefahren. Dann hat er mir am Ende gesagt, dass er sich meldet bei mir, sobald er einen Prüftermin für mich hat. Das wird Ende November für A2 und dann machen wir erst die restlichen Fahrstunden. Bedeutet, bis Ende November bin ich raus, bedeutet, diese Season könnt ihr keine R7 mehr erwarten. Das tut echt weh, Digga. Aber was will man machen? Dafür kriege ich einen Roller. Ich kriege einen Roller geliehen von Nestler, wo wir immer bei der Werkstatt sind. Kriege ich geliehen für die gesamte Zeit. Das wird sehr geil. Den melde ich jetzt bald an. Also der wird jetzt bald angemeldet und dann kann ich ihn abholen und das zeige ich euch alles. Und dann sind wir wieder selber auf zwei Rädern unterwegs. Und dann haben wir 8 Leute in der Gang, die alle Motorrad fahren, alle große Maschinen und mich mit einem 125 Kubik Roller. Kannst du hier mal wegfahren, bitte? Ja, klar. Ach so, und ich bin mies krank. Also no joke, ich habe übelste Kopfschmerzen. Mir geht's richtig scheiße, man hört es auch, aber ich wollte den Tag hier trotzdem miterleben. Kurz mal Stopp, ich melde mich jetzt 2 Tage später aus dem Schnitt. Und ich war nicht nur übel krank, sondern ich habe Corona. Am Freitag war der Test noch negativ und seit heute ist er positiv. Naja, weiter mit dem Video. Und euch mal wieder mit auf den Vlog nehmen. Es geht, alles gut. Oh, perfekt, danke. Aber wie gesagt... Bald geht's wieder los und nächste Season wird geisteskrank, weil wir fahren heute zu Steve und wir planen einen Italien-Trip. Wir wollen nächstes Jahr mit den A2-Maschinen nach Italien fahren. Aber mal gucken. Wird lustig. Ja? Bitte. Boah, der war eine 8. Wenn er stinkt, ist es eine 9. Also die Fußrastenanlage musst du auf jeden Fall ändern. Schon ein schönes Ding, Digga. Kann man sich schon nicht beschweren. Was änderst du jetzt? Die Kennzeichen halt der Blinker, Spiegel? Ja. Was noch zur Tausender? Sturzpads, ja. Scheibe dunkle. Genau, hier vorne. Und Hebel. Was für Hebel kommen ran? Wichtig, wir sehen welche teuren. Alter. Wer ist das? Ich hab
Ich will nur bei dir Hallo sagen. Ach so. Ich mache regelmäßig deine Videos. Oha, hallo, hallo. Ich hab dich auch erkannt. Das geil, das ist cool. Danke. Ich bin Pierre. Ich bin Pierre, genau. Ich bin Pierre. Ja, ja, ich bin auch Pierre. Ja, nee, du auch? Nee, Pierre. Nein, Pierre. Ja, du bist Pierre, aber ich bin Pierre. Ach echt, bist du Pierre? Ja. Echt jetzt? Ja. Auf Ernst? Ja. Geil, Alter. Geil, fahrt ihr jetzt los? Ja. Okay. Mach dir noch einen schönen Abend, mein Junge. Gleichfalls. Guck meine Videos weiter. Ja, safe, safe. Safe. Mach ich. Ja? Mach ich, Meister. Ich danke dir. Einen schönen Abend noch. Kannst ja eigentlich auch du beim Motorrad fahren. Ey, wenn du willst, gerne. Du bist der größte Engel in meinem Leben. Ohne Scheiß. Was hat ihr alle für Fahrmodis? Was kannst du hier einstellen? Ja, Einstellungen. Wow, Digga, ist ja halber Computer. Kann auch sein Quickshift am Lipper einstellen. Ja. Kannst du hier auch eine Mikrowelle ranbauen oder so? Ja. Ja. Was haben wir ja mal? Wow. Das hätte auch schlecht enden können. Frage ist, wie kriegen wir denn da auf? Soll ich machen? Was hast du denn für einen Helm da? Das ist nicht meiner. Oh, ist ein Hey, was ist denn das für ein Front jetzt so hier? Sei froh, dass ich dir den Helm abmache. Oha. So, ist offen, kannst du abziehen. Von den Oha! Alter, wie geil! Ja. Was denn? Du hast Sena! Ich hab einen Sena! Oh, dich habe ich noch nicht gesehen. Oder? Das ist eine Freundin von Paul. Wer ist Paul? Ach so, hallo, ich bin Per. Okay, macht's gut, Jungs. Alter, seid ihr über eine Gang oder was? Ja, ja. Gehören die alle zu euch? Ja, ja. Echt jetzt? Ja, ja. Wie cool ist das denn? Ja, ja. Sehr geil. Was? Ja, ihr lebt das bessere Leben als ich, Alter. Ja, Digga, richtig geil. Tschüss. Tschüss. Ich bin Peer. Hallo. Romy, was machst du die ganze Zeit an meinem Rucksack? Du kannst mir einen Liebesbrief kannst du mir auch geben, wenn du willst. Darf ich? Ja, also musst du nicht so heimlich machen. Ich schreib dir einen. Oh, sehr süß. Oh! Digga! Das ist ja geistesgestört! Oh, das spüre ich in meinem Herzen! Oh. Was machst du denn da jetzt? Ich versuche dich zu. Ah! Das ist dein Plan also. Ja, hä? Was sagst du denn? Ich nehme meine beste Unterwäsche an. Was? Ja, ja. Hallo. Handy verbunden. Ah, geil. Alter. Boah, Digga. Bitte nein aus, geil. Boah, Digga. Laurin. Ja, ja. Ja. Die haben auch alle dunkles Visier auf. Oh, Jungs! Hallo? So, Peer? Ja? Seid ihr auf dem Weg? Ja, sind wir. Okay, fahrt vorsichtig! Sowieso! Wer ist denn alles klar jetzt eigentlich? Laurin, Damien, John und Eumel. Dann bis gleich! Bis gleich! Ey, geile Schnitte, was kommt? Ja, oha, fuck you! Bin ich so viel wert oder was? Was denkst du, wer ich bin? Ja, fick 10 was? Euro. Ey, hier. Blasen 10 Euro, fick 20. Ja, wie hoch war das? Sehr wenig hoch, wa? Das ist 10 cm mit Glück. Das ist ja wirklich sehr wenig hoch. Ja, aber ich will die auch nicht so hoch drehen, ne? Ja. Sonst würde ich das hier machen. Ich will die offen, also nicht offen, sondern ich will die 1000 Kilometer feuern. Geht ja auch nicht höher, Per, ne? Leider? Ja, weil ich habe ja Wheelie Control Stufe 2 drin oder 3. Achso, aber wenn du sie rausmachst, dann würde die höher kommen. Ja, definitiv. Ja. Lass ihn hier rein. Ja, komm. Oh, Vorsicht. Oh, hallo. Natürlich, Digga. Ich sag euch ehrlich, Autofahren wäre, glaube ich, geiler gewesen. Warum? Wegen meinen Kopfschmerzen, Digga. Oh. Hätte auch bei mir mitfahren können. Nee, das ist ja dann genauso kalt. Ah, Wheelies machen. Jo. Nee. Ich bin schon mal auf den Kopf gewheelt, wirklich jetzt. Schon wirklich. Wie auf den Kopf gewheelt? Ich hab mal ein Wheelie gemacht mit deinem Kopf. Unfall. Wirklich jetzt. So einen richtigen Wheelie, ich schwöre sogar. Auf alles, was ich besitze. Ja. Wie lang? Ja. Links. Links? Wo lang, Per? Ja. Hä, hey, hat er nicht Per gesagt? Nein, wo lang? Lol. Hab Per verstanden. Ey, das ist nicht mein Motorrad. Ich stell mich hinter den Jeep.
Digga, wie stellst du denn das Bike hin? Anstatt wir sie einfach nebeneinander stellen, nein, Digga. Eigentlich schräg, ja. Nebeneinander stellen schräg. Hör auf. Und eure Bikes geklaut werden, mein steht hier. Bruder, mir geht's so scheiße. Ich merke richtig, wie mein Hals weh tut, wie sonst was. Mir ist richtig schwindelig, deswegen bin ich gerade so still gewesen, auch die ganze Zeit. Vielleicht habt ihr Musik gesehen oder so. Auf jeden Fall sind wir jetzt da. Alles gut? Ja, bei dir? Nee, Mann. Ich hoffe, mir geht's richtig schlecht. Richtig Kopfschmerz und so. Man hört's aber auch. Ja. Welche Sicht gehen? Lebst du noch? Hä? Lebst du noch? Ja, ja, ja. Ich komme mal hier einzutragen. Boah. Ich denke mal, ich wäre dabei beim Fahrradfahren. Geht das noch? Ich muss mal kurz später zählen, was wäre jetzt. Ist Sonntag mit Karl fahren, ist am 2.10. Samstag? Ja, Sonntag. Also, ist Sonntag. Sonntag. Ja, ja. Hallo. Digga, 388 Euro die Nacht. 23. bis 29. Juli. Hey, er hat Urlaub, Digga, er hat Urlaub von 11.07. bis 26.07. Hallo, er hat Urlaub von 11.07. bis 26.07. Du warst schon über 13, oder? Nein, ja, ach du Schwanz. Aber ich würde gerne nicht für 7 Tage, 34 Euro. Nein, lass doch 7 Tage da bleiben und 2 Tage hin, 2 Tage zurück. Ich habe meinen für 15 Euro. Ich hab einen Mist für 15. 7 Tage da sein und 2 Tage hin, 2 Tage zurück. Also 9 Tage insgesamt unterwegs sein. Sie hat Hunger. Bist du dumm, kannst du rechnen?